that book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. La 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 la. Oh, ich darf reiten. Okay. Gib Gas. Ach, X gedrückt halten. Das Lied geht weiter. Ah. So. Wandern wir schön durch Berg und Tal. Mein Nachbar sitzt. Du kannst mich mal. So. Auf geht's. Hoch geht's. Weiter gemacht. Ah, oh, toll. Ich glaube, mein Reifen ist kaputt. Oh, na toll. Wer hat das Ding rangemacht? Let's take a look. Ja, ich will ja schon gucken. Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me. Gut, Rad aufheben. Räumen wir mal rüber, das Ding. Still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. So, erstmal Reifenwechsel hier. Ich drück das schon nach vorne. Es erinnert mich irgendwie, kennt ihr Hot Shots? Den Film mit Charlie Sheen? Ich glaube den zweiten Teil. Da ist auch hinten so ein Auto und die machen einfach so einen Reifen daran. Muss ich gerade dran denken. Not quite. Think. If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. So, hab ich ganz vergessen. Übrigens, herzlich willkommen zurück bei The Waltons. Wir sind hier gerade auf Familienreise. Kartengröße. Siehst du, unten, ich bin weder böse noch gut. Also unten ist ja die Anzeige dafür. Aber ich denke mal, wir machen erstmal. Ja, wir stellen es erstmal lieb und nett an. Oh, guck mal, die Hasen! Und andere Viecher. Also, wir werden erstmal nur gut sein und später, da werden wir voll badass werden. Da gehen wir sinnlos irgendwelche Leute erschießen und so. Aber jetzt erstmal nicht. Vielleicht werden wir es irgendwann mal durchhaben, das Spiel. Alter, ich peitsche da vorne die Pferde wie bescheuert. Die werden einfach nicht schneller. Guck dir das an. Los! Los, schneller! Gib ihn! So. Spritz mal Nitro ein in das Ding. Oder gib dem Pferd ein paar Boden, damit der Triebwerk angeht. Ah, ich laber zu viel Scheiße in dem Spiel. So. Könnte ein bisschen wie Rally sein, ne? Kuppe links, Kuppe rechts. War das Kuppe? Ne, Kuppe auf, Kuppe ab. Keine Ahnung. Den Hasen!
Verfolgungsjagd. Das nenne ich GTA. Guck die Hasen an. Ich weiß, ich mache die Stimmung gerade kaputt. Die haben voll die ernsten Gespräche. Und ich laufe hier nur Gülle zwischen. Der Umgebung entsprechend kleidest. Aha. Also Wärme und Kälte müssen wir auch achten. Essen, Trinken, wissen wir. Wir haben immer noch voll drauf gelobt. Die ganze Zeit, ich hämmer nur noch auf X drauf. Los! Los, du Arsch! Lauf! Guck mal! Rehböcke oder Bockrehe. Irgend sowas. Der Reh ist es nicht, aber irgendwas Bockiges. Das sind Bockwürste. Alter, guck dir mal die geile Umgebung an. Und den Vogel, wie er die Pferde eindrischt. Oh Mann. So. Los, ihr Mistviecher. So, ich versuch's jetzt mal wirklich mit X gedrückt zu halten. So sieht das die ganze Fahrt ziemlich dämlich aus. Alter, ich freue mich so hart. Da kommt Rauch hoch. Später die ganze Umgebung zu erforschen, überall mal lang zu gehen, irgendwelche Tiere zu erschießen. Guck, da ist wieder so Bockvieh und Enten. So, wir machen mal hier Haarnadelkurve. Willkommen im Wilden Osten. Aber überall, wo man langläuft, also überall, wo man lang fährt, oh, das ist ein Baum, überall ist Bewegung, ist das schon mal aufgefallen? Egal, wo du hinguckst, irgendwo ist immer Bewegung. Hier ist nichts still. Schau. Gucke dir die garstigen Biester an da vorne. Siehst du, die halten sich auch an die Vorschrift, Verkehrsvorschrift hier, STVO. Working on there anyway. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay. Thank you. Finde ich auch urstgeil. Müssen wir auf die Details achten. Wenn zum Beispiel die Sonne so scheint, ich weiß gar nicht, kann man hier näher ran? Da müsste man ab und zu mal darauf achten, wenn die Sonne von der Seite kommt oder von hinten, dass die Ohren rot leuchten, also wenn das Licht durchgeht, und die Nase. Also so, wo dünne Haut ist, da scheint das Licht halt durch und es leuchtet dann rot. Finde ich total geil gemacht, dass auf so kleine Details geachtet wurde. So. Los, ihr Bienen. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Was war das? Ich glaube, okay, ich habe ein Tier gerade getötet. Komm, wir fahren einfach drüber. So, wir müssen da lang. Fahren wir mal jetzt hier querfeld ein. Alter, wie geil ist die Lichtstimmung bitte schön gemacht. Richtig geil. Komm, gib ihn. Peitsche mal das Vieh weiter. Da unten ist ein Eichhorn. Und hier ist die neue Siedlung, oder wie? Home Sweet Home. Toll, den Weg hättest du noch laufen können, du Affe. I hope so. Gentlemen. We have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried.
I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from a dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Nice. Das ist meine Wohnung, Freunde. Kapitel 2. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. So, Kamera. Okay. Ich will mal ganz kurz gucken. Hier war das mit dem Rasieren und sowas stand vorhin da. Wo ist denn hier was zum Rasieren? Untersuchen, schlafen. War mal ganz kurz. Was haben wir denn hier? Oh Gottes Willen. steht hinten was drauf? Genau. 1870. Mir gerade wurscht. Ach, da hinten ist, glaube ich. Warte, wir gucken. Wir gucken mal ganz kurz. Ich will mir das mal anschauen. Grafik erinnert mich irgendwie so ein kleines bisschen an The Last of Us. So ganz kleines bisschen. Was ist das hier? War doch irgendwas mit Rasieren und sowas. Hat er vorhin gesagt. Dass ich das irgendwie bei mir an der Bude machen kann. Ach, da. Oh, Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing.
Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Jetzt geh bitte weiter, ich will mich rasieren. So. Schau mal, rasieren. Was ist das? Rasieren? Na. Gesamter Bart, so ein Schnäuz. Ein Backenbart! Oh Gott. Warte, gucken wir das mal an. Na. Gesamter Bart. Zeigt er das hier nicht an? Ach, da macht er nur die Backen weg. Macht er nur den weg. Da kannst du dir das eigene Ding zusammenstellen. Aber kriege ich meinen? Nee. Mein Bart kriege ich hier nicht hin, oder? Oder so? Ja. Schnäuzer komplett weg? Nee, kriege ich nicht. Schade. Oder machen wir mal. Warte mal. Der hat so viele Kratzer dort in der Fresse, ne? Okay. Dann machen wir da mal. Gesamten Bart. Machen wir da mal. Hi. Ach komm, so. Bart rasiert. Wie sieht's mit Haare aus? Das geht nicht, oder? Ich würde mir... Du hast keine Promotion zur Verfügung, okay. Also Haare kann ich nicht machen, noch nicht. Da brauche ich anscheinend irgendwie Perücken oder sowas. Was haben wir denn hier? Hier war die Sparkasse, ne? Hier muss ich immer das Zeug einwerfen, wenn wir gehen gleich mal Betrag leisten. Schmeißen wir mal was rein. Gegenstand spenden, Geld spenden, Gegenstände. Das bringt auch schon ein paar Euro, ne? Hier, ja. Achso, unten. So, hier, da kriegst du noch eine. Das holt mir später alles wieder. Und hier, das kostet 1 Euro. Silberne Gürtelschnalle. Wunderbar. Haben wir mal ein bisschen was gespendet. Und jetzt mögen sie uns alle mehr. Und jetzt will ich mir die Umgebung angucken, Freunde. Jetzt sieht's so richtig los. Komm, du konntest auch mal schneller laufen. Hallo? Achso, wie sieht's denn waffentechnisch aus? Ich muss mal... warte. Wo ist mein Pferd? Nee, gut. Ja, Pferd, du bist du. Ich glaube, es hängt fest. So, Hottehü, komm mal her. Wir müssen mal ganz kurz in der Gegend rumstreunern. Erstmal füttern. So, Pferd, bitteschön. Da hast du was zu essen. Und jetzt wirst du gestreichelt von mir. Irgendwann muss das bei dem Pferd auch machen, musst du ab und zu streicheln. Alles drum und dran. Ans Infos anzeigen. Ja, sieht gesund aus. Das Vieh kann man nämlich auch komplett zerschießen. Du kriegst es halt nicht mehr wieder. Also du kannst dein Pferd hier komplett kaputt machen. Dann ist Pferd im Arsch. So. Pferdeinventar. Haben wir denn? Haben wir das immer noch hier drin? Ah, das sind die Briefe. Was ist das denn? Wegwerfen. Alles wegwerfen? Warum immer nur wegwerfen? Was ist das hier? Spezialarznei. Was wir hier nicht alles drin haben? Trinken, essen. Alles wegwerfen. Ich will nur nichts wegwerfen. Komm, wir reiten mal. Ah, du kannst eine Pferdanweisung geben. Bleiben. Ach so, okay. Komm, wir gucken mal. Wir gucken mal raus eine kleine Runde. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Umgebung an. Ah, jetzt können wir auch die Wummen machen. Ich bin mal vorbereitet. Falls irgendwo was ist. Ich will mal ein bisschen zu Fuß gehen. Einmal mal ein bisschen entspannen. Ein bisschen chillen. Na gut, er rennt schon wieder. Aber jetzt kann man nebenbei
Hier wird es richtig rennen, weil wir jetzt nicht die ganze Schnee hier haben. Da sind schon Leitungen gespannt. Ausdauer wird Stufe 3. Das ist gut. Also müssen wir doch echt mal ein bisschen mehr rennen hier. Da ist ein Pferd hinten. Da hinten kommt Rauch hoch. Dann wird also ein Feuer gemacht. Gehört das Pferd jemandem? Das sieht so aus. Wer ist denn der Typ? Was steht denn hier? Hallo? Alter! Cool. Das war cool jetzt. Oh Mann. Oh. Hä? Warum habe ich jetzt einen Minuspunkt bekommen? Ich wollte dem Typen hier nur helfen. Also ich wollte nicht, dass er hier einfach irgendwo liegen bleibt. Oh, da kriege ich... Ich kriege einen Minus, weil das Pferd ihn umgebracht hat und ich ihn hochhebe. So. Damit das Pferd keinen Ärger kriegt. Da war es der Zug. So, was ist das da vor? Ich muss jetzt hier gucken. Hallo? Hallo, Freunde? Da hätte das ein Unfall passiert. Oh Gott. Ist jetzt aber nicht gerade nett. Kann ich einfach hoch? Nee. Jetzt habe ich Blut auf der Schulter, ne? Pflanzen und Kräuter. Kann ich jetzt einfach irgendwo was abzwacken? Mal gucken. Hier ist nichts. Komm, bei den Tieren, da ist das, glaube ich, das Pferd, oder? Das Pferd war mir sympathisch. Aber voll in die Fresse. Hammerhart. Nächste Stufe. Ja, wir sind übelst... Aua, das Ausdauertier. So mehr Ausdauer wir haben, umso besser. War das Pferd oder ist das ein anderes? Ne, es sind wilde Pferde. Okay. Ja, du musst mal ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wo es nach Hause geht. Du musst mal ein bisschen dich hier abstrampeln. Ah, ich finde die Welt so schön. Schau es dir einfach mal an. Okay. Kentucky Sattler. Ach so, jetzt kannst du ja noch. Du kannst dir deine Pferde selber fangen. Das ist ja richtig cool gemacht, wa? Wir gucken mal da hinten an der Bude vorbei, was da ist. Ich höre hier irgendwie Kojoten. So, runter da. So, haust hier jemand? Hallo, hallo, hallo? Da hinten kommt jemand. Vielleicht irgendwo was Interessantes hier? Untersuchen? Was jetzt? Eine Ölquelle soll das sein, oder? Seite, Kapitel. Achso, das sind immer die Dinge, die man so aufzeichnen kann. Weiß noch nicht, wozu das gut ist. Aber anscheinend kann man hier Öl abpumpen. Geh mal hier runter. Au! Alter, voll auf die Fräse gelegt. Und hier war mal jemand. Nehmen wir mal ganz kurz mit hier. Zack. Und noch irgendwo was, was hier rumliegt? Ey, du bist ja nur am Plündern die ganze Zeit. Da ist eine Schatzhülle. Oh, Entschuldigung. Was haben wir denn da drin? Und noch mal was zu essen. Wunderbar. Einmal Bohnen. Denn jedes Böhnchen ergibt ein Tönchen. Ach, da. Ach, den hat's voll erwischt. Was ist denn hier mit den Leuten? Der eine, der kriegt von Pferd eins ab.
Der andere wird hier... Ah, da geht's runter. Dokumente. Okay. Ja, arme Sau, würde ich mal sagen, ne? Ich glaube, den hat's volle Möhre hier erwischt. Guck mal, ich will mal ganz kurz da runter schauen. Ob man, kann man da runter? Bin ja nicht neugierig, ne? Man kann da wirklich runter. Okay, ich denke mal, da unten wird mein neues Zuhause. Dinosaurier? Warte mal. Dead Eye, Überblick, Stufe 2, Fortschritt. Das gucke ich mir alles später mal in der Folgenpause an. Aber er hat hier... Das sieht aus wie ein Hallo? Ist hier gerade der Vogel runtergeklatscht? Okay, ja, das haben wir ja schon mal gehabt. Dass hier irgendwelche Vögel runterfallen. So. kann ich den auch... Ach, den kann ich einfach mitnehmen. Kann ich den hier hochnehmen? Nee, kann ich nicht, schade. Stimmt ja, du kannst ja die Tiere mit dir rumschleppen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Tier erlegen, dann... Das muss ich sowieso mal machen. Erstmal schauen wir uns noch ein kleines bisschen um. Ich meine, die meisten, die das Spiel spielen, die werden denken, ja, ich reite mit dem Pferd durch die Gegend und mache dann so meinen Unsinn oder meine Aufgabe und so. Aber du musst wirklich mal in dem Spiel einfach mal zu Fuß irgendwo rumlatschen. Du wirst immer irgendwas Interessantes finden. Ist ja bei GTA im Singleplayer genauso. Da ist immer irgendwo was los. Ja. Jungs, wir haben auch wieder einen Hut. Das ist schön. Das ist ja vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht, letzte, vorletzte, ich weiß es nicht. Wo sie mir runtergeballert haben. Was? Erforschen. Survival. Hier war doch eben... Der hat irgendwas ausgefressen bestimmt, oder? Das war nur ein Test. Zeugen? Was? Oh no, you don't! You damn! Next one goes in the back of the head! The next one don't miss. Ah, fuck. Alter, er wollte aber nicht sterben. Ich wollte es jetzt einfach mal testen. Sorry. Ich wollte eigentlich ein guter Mensch sein. Verwest, schade. Okay, jetzt werden sie, denke ich mal, nach mir suchen. Ich hätte vielleicht die Maske aufziehen sollen. Wenn ich intelligent gewesen wäre. Gesucht. Hier ist der Typ. Kurz plündern. Ich hoffe, das wirkt sich nicht allzu doll auf das Karma aus. Wie hab ich das gemacht? Nee, runter, ne? Karte, Kompass. Warte, ey, nicht das Ding auspacken. Nicht das Ding jetzt auspacken. Schießt der gleich auf mich hier? Ah, ja, kommen mehrere, warte mal. Ich muss mal hier aus dem Radius raus. Kopfgeld $30. Alter! Nachgeladen. Ah, war mal ein cooler Test. Oh Mann. Okay, jetzt bin ich wieder hier gelandet, bevor ich die Tat. Kopfgeld 80. Habe ich jetzt noch Kopfgeld oder wie? Ich weiß gar nicht, habe ich das alles noch im Inventar? Was ich jetzt hier gesammelt hatte? Ich muss kurz testen. Ich hoffe doch mal. Nicht, dass ich das hier nochmal alles einsammeln. Ja, das habe ich noch alles noch gut. Warte, da ist noch was.
Sammel's. Da ist doch noch was. Nimm. Ginseng-Elixier. Gut, ich werde jetzt nicht einfach irgendwelche Leute erschießen. Außer es sieht kein anderer. Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Warte, wir müssen mal ganz kurz. Ah, hier sind noch die Federn drin. Ein bisschen Lebensenergie, Kekse, Essen. Hau mal rein, die Dinger. Noch mehr. So, ein Keks noch, dann geht's meiner Lebensenergie wieder gut. Ah, das ist interessant. Ich weiß, ich habe mir jetzt echt dämlich angestellt. Aber irgendwie wollte er nicht nachladen. Nicht so, wie ich das wollte. So, das Feuer da oben ist weg, ne? Weil wir haben noch von der Entfernung gesehen, ist da oben. Ne, da hinten, da ist der Rauch. Sorry, vom ganzen Quatschen ist mir die Kehle jetzt ein bisschen trocken geworden. Guck mal da hinten hoch. Das geht nicht so einfach. Ich dachte, ich kann diesen Zeitlupen-Modus anmachen. Hallo? Seid ihr böse oder gut? Ja, ich gehe ja schon. Alright, boy. Alter, die sind aber keine netten Gesellen. Okay, also sind sie nicht ganz so feindlich gesehen. Ich dachte jetzt trotzdem, warum kann man die nicht einfach mal besuchen? Alter, guckt euch das an! Nice! Ich weiß gar nicht, wo man überhaupt hin kann. Alter, schwer kann man ja auch irgendwie... Gold suchen oder so ein Schnatter? Nein. Nur mal ganz kurz mit. Ein paar Blümchen noch sammeln. Die kann man auch essen. Nimm mal mit hier. Das war mal, ich guck mal nach Essen. Hau das hier einfach rein. Gut für deine Gesundheit. Kann essen, um Kern Gesundheit aufzufüllen oder ein Arsenal herzustellen, okay? Also können wir auch später so, sozusagen, in Anführungszeichen, craften. So. Wird man immer auch rot auf der Karte angezeigt? Kräuter, eine Herausforderung, okay. Ich reite jetzt erstmal zurück. Dann machen wir mal. Ja, wir machen hier ein kleines Folgenpäuschen, Freunde. Wir haben jetzt erstmal für den Anfang. Ein bisschen was gesehen. Nächste Folge geht es dann weiter. Hauptquest machen wir dann, denke ich, auch mal und so weiter. Aber erstmal will ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Verstehst du? Und, achso, mit R1 war anhalten, ne? Ja, dann nehmen wir gleich nochmal, wenn wir ins Dorf gehen, nochmal was zu futtern mit. Jetzt haben wir das Vieh einmal erledigt. Häuten, aufheben. Nehmen wir mal mit. Dann bringen wir nach Hause. Und ich mache jetzt hier ein Folgenpäuschen. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und ja, ciao.